Ich möchte euch kurz mal zeigen, was ich da wieder Schönes gefunden habe. Und wir beginnen mal mit dieser Pommessoße. Die haben mir einige empfohlen. Also ich konnte jetzt nichts Besonderes daran feststellen. Sie schmeckt ein bisschen anders als Mayo. Klar, man kann sie essen, aber ich persönlich würde eher wieder Mayo kaufen als diese Soße. Ich meine, für 1,15 € ja, brauche ich nicht, sage ich mal so. Ja, aber wer sie mag, warum nicht, ne? Dann diese Super Chips von Lay's. American Barbecue. Die haben mich irgendwie so angesprochen. Die sehen sehr köstlich aus. Mal sehen, wie die schmecken. 99 Cent. Dann dieses hübsche Geschenkband und diese hübschen Schleifen. Ich hoffe, ihr erkennt das hier mit so einem, wie heißt es? Perlmuster, dann einfach schlicht schwarz, weiß mit schwarze Punkte und so ein türkis-grünes Band und dann halt diese passenden Schleifen dazu. Die haben da auch noch andere Varianten, alle super schön, aber ja, so viel kann ich dann auch nicht gebrauchen. Die kosten 95 Cent, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Nein, die kosten 97 Cent, so. Dann haben auch so viele von diesen Nudeln hier geschwärmt. Und die waren jetzt eine Zeit lang ausverkauft. Jetzt sind sie wieder da. Und ich habe sie jetzt mal mitgenommen in Variante Chicken. Kosten 22 Cent. Ja, habe 4 Stück mitgenommen. Mal sehen, ob das was ist. Ich meine, gut, 22 Cent ist jetzt auch nicht der Mega-Verlust, falls die nicht schmecken sollten. Dann habe ich für einen Geburtstag diese Pralinen hier gefunden. 2,79 €. Da gab es auch noch eine große Variante von, aber ich fand die hier völlig okay. Milch, Schokolade, Orange, Toffifee, Purple, Fudge, Karamell und Kokosnuss. Ach, hier geht es noch weiter. Irgendwas mit Green. Nochmal Toffee, Schokolade, Karamell, Erdbeer und Orange Schoko. Das klingt ja alles wirklich lecker, aber so eine kleine Packung, da ist wahrscheinlich dann bei der Auswahl von jedem nur einer drin. Ich hoffe, sie schmecken. Ich werde sie nicht probieren. Ja, mal sehen. Dann zweimal Glühbirne. Wirklich top und günstig von Action. Ich weiß gar nicht, was die regulären anderen Läden kosten, aber hier kostet jeweils eine 99 Cent und ich denke, das ist okay. Nie Probleme mit gehabt, sind super. Dann habe ich für meine kleine Nichte dieses Krokodil hier ausgesucht. Das ist eine Wasserpistole. Ja, fand ich ganz süß. 1,79 €. Dann habe ich diese schönen Sticker hier gefunden. Schaut mal, die haben so Konfetti drinne. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Kann man so schütteln. Fand ich irgendwie total niedlich. Einmal in so, ja, Dschungel, sage ich jetzt mal. Ja, ich würde sagen, es ist Dschungel. Fand ich total schön. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ohne dass es jetzt allzu doll spiegelt. Die kosten, was kosten sie? 59 Cent. Dann noch mal die hier. Ja, das ist ja auch Dschungel, würde ich sagen. So Hawaii-mäßig. Fand ich total schön.
Dann habe ich ganz neu gefunden oder entdeckt diese Metallblätter. Fand ich total schön, um sie irgendwo drauf zu bappen auf eine Karte oder so. Also diesen hier finde ich am schönsten. Gab es auch noch eine Blütenvariante, aber ich habe mich jetzt für diese hier entschieden. Kostet 94 Cent. Dann habe ich diese Stempel hier gefunden für 70 Cent. Also total günstig. Ich habe das im Laden irgendwie gar nicht vernommen, dass die da so günstig sind. Aber die hatten auch mal wieder nicht sehr viel Auswahl da. Dann einmal Karten. 8 Stück mit 8 Karten natürlich. Von jeder Farbe 2. Das ist einmal so ein Grün, ein Rosa und so ein Beige-Gold. Seht ihr das, wie das schimmert? Finde ich total schön. Dann nochmal die schlichten Braun. Ich glaube, die kennt wirklich jeder. Da sind auch 8 Briefschläge und 8 Karten drin. Und dann einmal diese sauren Strips. Hatte ich mal Lust drauf. Für und zu guter Letzt habe ich da im Action diesen Kerzenturm, würde ich jetzt sagen. Hier sind noch so Fische drauf. Ich weiß nicht, ob das so leuchtturmmäßig sein soll. War der letzte da, den möchte ich verschenken. Hier ganz einfach zum Öffnen für ein Teelicht. Total schön. Der letzte da, den möchte ich verschenken. Mal sehen. Und der kostet 4,99 €. Das war's im Action. Dann war ich noch ganz schnell im Teddy. Da kam einmal mit, das habe ich jetzt schon ausgepackt. Dieses Washi-Tape für 1 €. Und das fand ich so hübsch mit diesen Federn hier. Schaut mal. Ist das nicht hübsch? Ja, das konnte ich nicht da lassen. Dann habe ich diesen Kugelschreiber für 1,50 € mitgenommen. Der halt hier so, den kannst du unten aufkleben und dann steht er da halt für, ja, immer sozusagen. Ja, den wollte ich im Schuppen tun, weil da schreibe ich auch ab und zu mal was und muss man nicht lange suchen, weiß man, wo er ist. So. Dann diese Stempel hier. Ich habe, oder ich suche schon etwas länger, diese Stempel mit Happy Birthday und all so ein Kram. Jetzt habe ich die hier da gefunden. Und ja, herzlichen Glückwunsch mit den besten Wünschen, alles Liebe, silbernen, goldenen Hochzeit, Geburt, Baby, Geburtstag, Muttertag, Jubiläum, Einladung, bestandenen Prüfungen, Führerschein, gute Besserung, viel Erfolg. Finde ich sehr schön für 2 €. Dann habe ich noch mal ein Stempelkissen mitgenommen für 55 Cent. Diesmal ein hellblauer. Ich habe euch ja im letzten Teddy-Haul schon die anderen Stempel gezeigt. Und ich finde die gar nicht mal so schlecht. Ich suche jetzt noch irgendwie eine ja, Brotdose oder Box, wo ich die alle nochmal reinpacken kann und verschließen kann, damit die halt wirklich nicht so schnell austrocknen. Gut, der hier ist jetzt natürlich noch eingeschweißt. Da passiert jetzt so schnell nichts. Aber die anderen, die halt schon benutzt wurden, da suche ich dann noch was. Und dann hoffe ich, dass ich da eine Weile was von habe. Gut, ich meine, für 55 Cent kann ich jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Und zu guter Letzt habe ich heute diesen Designerblock gefunden. Ich weiß nicht, ob die. Ja, doch, die müssten neu sein, weil beim letzten Mal habe ich die nicht gesehen. Definitiv nicht. Dann hätte ich sie mitgenommen. 15 mal 15 und hier seht ihr schon mal, das ist einmal in matt und einmal in glänzend. Und das ist wirklich total dickes Papier.
Und ich fand das total schön. Hier einmal die matte Variante. Und hier mal die glänzende. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also total schön. Hier noch einmal in Pink. Dann halt das Blaue. Und Gold. 24 Blatt. Und die sind total stabil. Also ich könnte damit jetzt nicht. Ja, doch, gut. Es geht, aber es ist schwer. Also wirklich, das, ich mag so dickes Papier. Ja, und für 2 € durfte der dann auch noch mit. Achso, und dann habe ich da noch ein Nackenkissen. Beziehungsweise mein Neffe hat sich da noch ein Nackenkissen ausgesucht, so eine Melone. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, denn das ist in der Wäsche. Ja, das war irgendwie das Einzige, was wir gefunden haben, wo Handwäsche drauf stand. Die im Action, die waren alle nicht waschbar. Und ja, diese war jetzt waschbar. Im Nachhinein denke ich mir auch, ich hätte einfach die von Action nehmen sollen, waschen, Action nehmen sollen und waschen sollen, weil bei Action waren die definitiv günstiger als Teddy. Naja, wir waren aber zum Schluss in Teddy und dann wollte ich nicht nochmal zu Action deswegen und er hat jetzt so gejammert. Ich komme auf den Punkt. Haben wir das dann mitgenommen? Für 5 €. Ja, das war's dann. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert kostenlos meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.